Barfuß am Strand rumlaufen. Schöne Sache eigentlich. Es sei denn, da liegen Glasscherben rum. Viele Glasscherben. Mehr Glas als Sand eigentlich. Räumt hier keiner auf? Unerhört. Schauen wir uns an. In Kalifornien. Hier erwartet man eigentlich solche Traumstrände. Aber dann gibt's auch dieses Schild. Glass Beach. Und das trifft's ziemlich gut. Wer hat denn bitte hier gefeiert? Da zieht's einem echt die Schuhe aus. Apropos, das machen wir nachher auch noch. So wegen Testen und so. Aber erstmal die Fakten. Was auffällt, der Glasstrand ist potthässlich. Eher markige Röllfeld. Nur wer mit der Nase fast überm Boden schleift, sieht, dass das keine Steinchen sind, sondern Scherben. Die liegen hier schon so eine Weile rum, so rund und glatt wie die sind. Ah, da kommt die Strandaufsicht. Erklärung bitte. Es gibt alle Farben, aber ich weiß, dass die alten Medizinfläschchen aus braunem Glas gemacht waren. Die grünen könnten im Prinzip alles sein. Könnte ein Glas gewesen sein oder eine Bierflasche. Bier gibt's in schönen grünen Flaschen. Bier und Medizinflaschen also. Nette Info. Aber uns ging's eher um das Warum. Warum liegt das Glas hier? Und warum räumt's keiner weg? Zumindest das ist schnell geklärt. Wegräumen ist verboten. Hi, wie geht's euch? Eigentlich darf man hier keine Glassteine am Strand mehr sammeln. Weil hier kein Glas mehr ist? Ja, es ist nicht mehr so bunt, wie es einmal war. Die Amis sind echt seltsam. Und wir sind immer noch nicht schlauer. Nochmal, warum? Früher war der Glasstrand eine Müllkippe in Fort Bragg. Sie haben immer die Trucks zum Strand gefahren und den Müll einfach über die Klippen geschüttet. Nicht euer Ernst. Eine Müllkippe direkt am Strand? Tatsache, hier hinten liegt sogar noch Schrott rum. Obwohl die Müllkippe in den 60ern geschlossen und der Großteil beseitigt wurde. Wer jetzt aber denkt, hier in Fort Bragg leben besonders umweltfeindliche Bürger, der irrt. Denn in Kalifornien war es früher üblich, Müll am Strand zu entsorgen. Jede Stadt, die nah genug am Meer war, hatte eine Mülldeponie. Wurde es zu viel, hat man das getan, was heute strikt verboten ist: den Müll verbrannt. Klappt nur eben nicht mit Glas. An anderen Stränden hat das Meer diese Reste weggespült und verschluckt. Hier nicht. Der Grund? Eine Felsformation vor dem Strand bricht die Wellen und nimmt ihnen Kraft. Und so komisch ist unsere Welt. Mittlerweile ist das hier kein Müll mehr, sondern Kult und wird im Netz als Touri-Tipp gefeiert. Darum darf man auch nicht aufräumen. Das wär's also gewesen. Obwohl, wir müssen ja noch testen. Redakteurin Johanna soll mal barfuß drüber laufen. Geht das? Ja, geht. Kitzelt ein bisschen und macht sogar Spaß. Angst vor Schnitten muss man nicht mehr haben. Es ist angeblich sogar gut für die Durchblutung. Fakt ist, früher war dieser Strand eine Mülldeponie. So wie viele andere in Kalifornien. Heute ist der Glass Beach eine gefeierte Touristenattraktion.